Hallo zusammen, ich bin Claudia. Wir machen heute ein Cardio-Training, das uns richtig fordert. Es geht darum, das Herz zum Pumpen zu bringen und so die Muskeln und die Organe zu verbluten. Genau das braucht der Körper, dass er funktioniert. Und auf dem Weg zurück zum Herz tut das Blut auch noch gerade die Venen durchputzen. Unser Training heute ist ein Intervalltraining 40-20. Es gibt auch andere Intervalle, aber wir geben heute 40 Sekunden Vollgas und machen nachher 20 Sekunden Pause. Starten wir mit unserem Herz-Kreislauf-Training. Wir starten mit einem kurzen Warm-up und laufen an Ort. Arm schön schwingen, damit es den ganzen Körper aufwärmt. Je mehr Muskelgruppen benutzt werden, umso intensiver wird das Training. Ihr seht jetzt gerade die Vorschau auf die erste Übung, damit ihr gerade von Anfang an wisst, was wir machen. Leicht in den Knie starten, Sidesteps. Rechten Winkel in den Ellbogen, Schultern zurücknehmen und den geraden Rücken. Die Intensität der Übungen könnt ihr selber steuern, indem ihr die Bewegungen langsamer oder schneller macht. Wichtig ist, dass die Bewegung kontrolliert ausgeführt wird. Und wem das einfach ist, der macht den Hampelmann. Und jetzt 20 Sekunden aktive Pause. Ein lockeres Laufen auf der Stelle und gut durchschnaufen. Step Touch, Side to Side, Füße sind gespannt, Daumen zeigen nach oben. Geben Power auf die Arme, ziehen die Füße schnell zurück, arbeiten mit Kraft. Halbzeit. Rechts, links und nochmal. Noch 10 Sekunden durchhaben. So, und jetzt startet wieder 20 Sekunden aktive Pause. So für einen Skater, Beine hinten kreuzen und schön gleichmässig von Seite zu Seite. Nutzt den Platz gut aus und nehmt die Arme aktiv mit für eine gute Balance. Wenn das zu einfach ist, baut Jumps ein und nehmt die Arme aktiv mit. Ihr habt es geschafft. Nächste Pause. Für einen Mountain Climber, Hände am Boden, Körper als Brett parallel zum Boden. Knie diagonal zu den Ellbogen ziehen, Seite für Seite. Regelmässiges Tempo heben, bis am Schluss durchziehen. Und wenn du etwas steigern willst, erhöhe dein Tempo, zieh es aber durch bis ganz am Schluss des Intervalls. Finger sind gespreizt, Hände gefächert unter den Schultern und der Blick ist am Boden. Regelmässig links und rechts. Und nochmal 20 Sekunden Pause, lockeres Laufen.
In dieser Übung starten wir in einem hüftbreiten Stand, Arme und Hände zu der Decke heben und unter dem Knie die Fingerspitze zusammenbringen. Und wenn ihr es noch etwas strenger wollt, baut den Jump ein und macht das Ganze noch etwas schneller. Stellt euch vor, als ob ihr klatschen würdet. Knie immer schön hoch bis zu der Brust, Seite für Seite. Zwischendurch mal drauf schauen, sind die Arme schön gestreckt oder leicht gebogen. Und machen wir noch mal kurze Pause. Für die Lunges, Hände hinten am Kopf platzieren, einen Schritt zurück, das Knie schön tief und die Seite wechseln. Die Füße sind immer schön hüftbreit für eine gute Balance. Beinachsen beibehalten, Knie über Fußgelenk. Wenn ihr es noch etwas strenger wollt, könnt ihr direkt umspringen und das Ganze so noch etwas anstrengender machen. Unsere nächste 20 Sekunden Pause. So, bei den Dribblings geben wir ein bisschen Gas und machen kleine Schritte an Ort. Wählen das Tempo, das ihr durchziehen könnt, bis zum Ende des Intervalls. Arm mitnehmen. Tempo heben. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Gas. Machen kleine Schritte an Ort, aber so schnell wie ihr könnt. Nehmt den Arm mit und hebt das Tempo bis zum Schluss. Vollgas. Nicht langsamer werden. Tempo heben bis zum Schluss vom Intervall. Noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Und diese Pause habt ihr euch jetzt verdient. Und als Abschluss geben wir nochmal Vollgas. Setzt bei den Dribblings noch eins drauf, noch etwas schneller, Knie noch etwas höher, Füße weit auseinander und zusammen Tempo heben. Die letzten Sekunden Tempo noch heben, bis am Schluss durchziehen. Arm weiterhin schön mitnehmen, Endspurt. Gerade haben wir's. So, wir haben's geschafft. Cooldown zum Abschluss, ein Auslaufen. Arm anheben und wieder senken. Du deinen Puls normalisieren, den Kreislauf normalisieren. Schön ein- und ausatmen. Beim Einatmen Arm anheben, beim Ausatmen Arm senken. Einatmen und ausatmen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschwitzt. Genau das braucht der Körper. Er muss ab und zu etwas ausgepowert werden. Weitere Informationen zum Thema Herzkreislauf findet ihr in den Links unten in der Beschreibung. Oder auf unserem Kanal hat es noch weitere spannende Videos. Macht's gut. Ciao zusammen.